Hallo, meine Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Game Zoom Playtime. Heute wieder mit Christoph. Hi. Und wir reden heute über Monster Hunter World. Ich weiß, was jetzt einige von euch sagen. Monster Hunter World? Hatten wir das nicht schon vor ein paar Monaten? Tatsächlich. Allerdings ist Monster Hunter World jetzt auch auf dem PC erschienen. Und wir haben natürlich uns unsere Rüstung umgelegt, unsere Waffen aufgenommen und mal geguckt, wie die Portierung so geworden ist. Gerade Christoph hat sich voller Elan in das Abenteuer gestürzt, habe ich schon gehört. Ja, zumindest technisch, ja. Ich war ja schon fasziniert damals, wie du Monster Hunter World getestet hast und ja Ich habe irre es geliebt. geschwärmt hast. Generell war ja um das Spiel ein Mega-Hype und der Hype ist natürlich jetzt mit der PC-Version nach wie vor da. Hat jetzt schon auf Das Steam absolute Rekorde aufgestellt, was und, ich gehört habe. wer in den letzten Tagen mal auf Twitch geguckt hat, wurde von einer Welle aus Monster Hunter World Streams erschlagen. Das ist es. Und was ihr jetzt übrigens gerade auch seht, das ist natürlich die PC-Version. Wer sich jetzt fragt, Christoph, warum ist denn da links und rechts so schöne schwarze Balken? Darüber werden wir gleich sprechen. Ja, was nämlich mir bei der PC-Version nicht so gut gefällt. Ich habe mit Absicht auch jetzt mal so ein bisschen den Charakter-Editor hergezeigt, weil ich glaube, das ist so ein Ding, was man auch nicht so oft gesehen hat. Und da erkennt man auch schon so ein bisschen auch die Qualität. Ansonsten, ihr seht halt jetzt gerade Live-Aufnahmen von der PC-Version mit maximalen Grafikeinstellungen und mit 4K-Auflösung. Jetzt einmal hier noch der Charakter-Editor, weil wir müssen natürlich ein bisschen was aufklären. Ja, weil PC-Version, das ist ja dieses Mal bei Monster Hunter World ein bisschen anders, ja, ein bisschen vom Release und den ganzen hat sich ja der Capcom für eine, ja, sagen wir mal, sehr interessante Geschichte entschieden, denn mal davon abgesehen, dass die Entwickler sich ja fast ein halbes Jahr Zeit gelassen haben für die PC-Umsetzung, ja, da wurde ja auch immer wieder erklärt, wir brauchen diese Zeit, weil wir halt wirklich eine tolle, saubere PC-Portierung abliefern möchten. Ob das der Fall ist, werden wir dann gleich verraten. Ansonsten war ja auch ursprünglich sogar erst so Oktober geplant. Also hat man den Release eh schon vorverlegt, was auch aus meiner Sicht richtig und gut war, denn ich glaube, in Oktober mit Spielen wie Call of Duty, Battlefield Ja, und da Assassin's Creed, wäre eine ganze Welle gekommen. das wäre, glaube ich, wieder too much gewesen. Man merkt aber, auch da werden wir gleich drüber sprechen, dass die Jungs von Capcom vielleicht doch noch etwas mehr Zeit benötigt hätten. Ja, dass dieses halbe Jahr aus meiner Sicht eh schon viel Zeit ist, aber vielleicht hätte man, oder haben die Entwickler sogar auch mit dieser zusätzlichen Zeit gerechnet. Wie dem auch sei, kurz noch das Thema mit dem Release-Termin, weil Capcom hat sich bei Monster Hunter World für die PC-Version für ein etwas anderes Release-System entschieden. Normalerweise ist es ja so, wenn ein Spiel erscheint, ja, egal ob jetzt PC oder Konsole, dann ist es so, weder erscheint es als sogenannte Retail-Version im Handel und kann dann natürlich auch bei Steam oder bei irgendwelchen anderen, sag ich mal, digitalen Shops erworben werden. Oder es gibt das Spiel halt rein digital nur. Das ist natürlich auch die Möglichkeit. Bei Monster Hunter World ist es so, dass Capcom sich jetzt, also quasi für den August, wir, ich glaube, gestern ist es erschienen, genau am 9. August, hat man sich für einen exklusiven Steam-Release entschieden. Das heißt, das Spiel wird jetzt aktuell nur über Steam veröffentlicht, aber dann, glaube ich, am 3. September, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja, ich glaube, der 3. September war es, am 3. September erscheint es dann im Einzelhandel. Ich Und glaube, das ist der erste so große Titel. Der wirklich für ein paar Wochen ein Steam-Exclusive-Titel ist. eine sehr komische Sache. Und um das Ganze so ein bisschen in Richtung Absurdum zu führen, das müssen wir einfach auch mal erzählen, weil aus meiner Sicht es gehört einfach auch zu unseren Aufgaben dazu als Journalisten, dass wir auch mal ein bisschen darüber berichten, wie das so immer behind the scenes, sagt man, ja, abläuft. Und das sei einfach mal gesagt, die Version, die wir heute hier zeigen, die haben wir nicht von Capcom bekommen. Ja, die haben wir nicht von Capcom erhalten, die haben wir uns selbst organisiert. Der Hintergrund ist einfach der, dass Capcom sich entschieden hat, die Presse quasi bis Anfang September, also bis zum 3. September, warten zu lassen. Und der Hintergrund, wir haben ja auch da schon auf Facebook, wer sich so ein bisschen uns folgt, der hat das Schon ein bisschen mitbekommen. angeteasert, ja. Genau, da haben wir es ja angeteasert, dass wir eben uns quasi gegen dieses System entschieden haben, dass wir gesagt haben, Capcom, sorry, wir verzichten halt dieses Mal auf einen Review-Key, wir organisieren uns selbst einen Key, also wir haben uns den ganz normal bei Steam gekauft, wie ihr da draußen auch. Gesetzestreue Bürger. Genau, wir waren dieses Mal fleißig, haben das Sparschweinchen geplündert, weil wir halt eben keinen Bock haben,
dass wir hier erst zum quasi Box-Release euch einen Test veröffentlichen können. Da geht mein Weihnachtsbonus dahin für Monster Hunter World. Das war's. Dieses Jahr gibt es leider nur Wasser und keine Kohle. Pommes bei der Pommesbude. ja, aber das wollten wir halt auch einfach mal erklärt haben. Ich finde das halt sehr schade, muss man an der Stelle auch sagen, dass Capcom da uns als Presse dafür, sage ich mal, verwenden möchte, damit sie die Retail-Version, also die Version, was dann in Handel kommt, dass die sich dann auch noch verkauft. Es tut mir halt leid, Leute, aber ich glaube, jeder von euch, der sich für das Spiel interessiert, wird garantiert nicht bis 3. September warten, dass es dann irgendwo beim Mediamarkt kaufen kann. Und ja, ich finde es halt schade eben. Und auch ein bisschen unfair, dass das so gemacht worden ist. Aber, tatsächlich. Ja. Aber eben, ja. Uns steht es natürlich auch frei, uns so einen Key auf Steam zu holen. Und haben wir gemacht. Haben genau. Reingeschaut. Und Christoph hat es ja die ganze Zeit schon so ein bisschen angedeutet, dass es da so ein paar Sachen im Argen gibt bei der PC-Portierung. Und ich denke, so langsam können wir da mal ein bisschen drauf eingehen. Genau, ja. Das Ding ist halt, die PC-Portierung, Capcom hat ja immer wieder erklärt, sie brauchen halt diese zusätzlichen Monate und wir reden ja halt jetzt nicht von ein oder zwei Monaten, sondern ein gutes halbes Jahr. Was sie länger gebraucht haben und natürlich erwartet man dann schon irgendwie eine sehr, sehr runde PC-Version. Grundsätzlich ist Capcom ja gar nicht schlecht, wenn es darum geht, PC-Versionen rauszubringen. Das hat man bei Street Fighter gesehen oder auch bei anderen Titeln, was so zuletzt rauskam, auch hier die Resident Evil HD Remakes und so weiter. Die liefen am PC immer sehr gut und die haben sich auch recht gut steuern lassen mit Maus und Tastatur. Hat mir alles gut gefallen, aber das Problem ist, wenn man jetzt ein halbes Jahr darauf wartet, dann hat man natürlich irgendwie Erwartungen. Sehr hohe Erwartungen. Ja. Ja, sehr hohe sogar. Und da gibt es halt schon ein paar Sachen. Ich würde mal sagen, fangen wir mal an generell mit dem Thema Steuerung, weil das sieht man auch gerade so ein bisschen. Ja. Ich spiele das Ganze mit einem Xbox-Controller. Ich habe natürlich am Anfang das Ganze versucht, mit Maus und Tastatur zu spielen. Habe ich nämlich auch getan. Genau, du wirst eh gleich nochmal was dazu sagen, weil es mich auch interessiert. Meine persönliche Erfahrung war oder ist, die PC und also die PC-Steuerung bzw. die Maus- und Tastatursteuerung ist grundsätzlich nicht schlecht. Also die ist nicht so, dass man sagt, das ist unspielbar. Es fühlt sich aber nicht wirklich rund an. Ja? Also man hat immer wieder so das Gefühl, ja, das Ding braucht einfach ein Gamepad und das merkt man dann, vor allem wenn man dann eben von Maus-Tastatur aufs Gamepad rüberspringt, dann sieht man, aha, ja, eigentlich mit dem Gamepad läuft das Ganze irgendwie runder und angenehmer. Und das finde ich halt schon super schade, denn es haben schon viele Entwickler gezeigt, dass man problemlos Gamepad-Steuerungen auch für den PC, also für Maus und Tastatur fit machen kann. Also bestes Beispiel, auch aus dem Hause Capcom sind die ganzen Resident Evil Spiele, ja, oder, die man wirklich problemlos mit Maus und Tastatur hat steuern können, ja, also ja. Diese ganzen HD-Remakes. Ne? Man muss halt wirklich sagen, hier bei Monster Hunter World, es ist nicht so, als könnte man das Spiel gar nicht mit Maus und Tastatur spielen, ja, aber man hat halt wirklich dieses Gefühl, irgendwo saß ein Entwickler bei Capcom und hat sich gedacht so, okay, wir klatschen das jetzt einfach auf die ganz normale Maus- und Tastatursteuerung, egal was jetzt die Eigenheiten vom Spiel sind. Gerade zum Beispiel bei der Charaktererstellung bemerkt man das sehr stark, wenn man nämlich Schieberegler hat. Man kann diesen Schieberegler nicht einfach mit der Maus aufnehmen und hin und her schieben, sondern man muss erst einmal draufklicken, denn erst dann ist dieser Regler ausgewählt und erst dann kann man ihn auch wirklich mit der Maus hin und her bewegen. Und es ist tatsächlich, wenn man das Ganze mal mit einem Gamepad gespielt hat, merkt man, okay, das ist wirklich so, dass das kleinste Minimum, das sie machen konnten. Sie haben nämlich nicht irgendwie gedacht, okay, dass das Spiel irgendwie erkennt, wenn ich mit der Maus über diesen Regler fahre, dass er dann ausgewählt ist. Nein, ich muss nochmal extra draufklicken. Und da merkt man halt, es war ein bisschen, ich will nicht sagen faul, aber etwas bequem. Ja, ja. Transportation. So die etwas günstigere Lösung. Und ich finde halt, es spielt sich halt mit Maus und Tastatur nicht wirklich toll, also nicht intuitiv, wie man so schön sagt. Ja. Es haben halt, und das muss man halt sagen, es ist jetzt nicht so, als wäre das nur bei Monster Hunter World. So viele Spiele, die von der Konsole auf den PC kommen, haben einfach dieses extreme Feeling, dass man es auf jeden Fall mit dem Gamepad spielen sollte, ja. Das ist erstmal nichts Schlimmes, wenn das Ganze wirklich nah am Release-Datum ist. Aber jetzt ein halbes Jahr später, wo man sich denkt, die hat eine Menge Zeit, sich zu überlegen, wie können wir diese Steuerung möglichst rund machen, wie können wir die möglichst intuitiv für PC-Nutzer machen. Und wenn du halt jetzt immer noch ein halbes Jahr später dastehst und dir denkst so, warum mache ich mir überhaupt die Mühe und versuche es jetzt auf der Tastatur zu lehren, wenn ich auch einfach mir das
mein Pad reinstöpseln könnte und es tausendmal leichter geht, tausendmal, naja, wie soll man sagen, ne? Ja, intuitiver. Einfach. Intuitiver. Einfach, ja. Ja, es ist halt einfach angenehmer. Das ist halt eben die Geschichte. Also das hätte man einfach schöner machen können, eben nach dieser langen Zeit. Man sieht es ja auch bei Ubisoft, bei Assassin's Creed Origins zum Beispiel. Das lief super mit Maus und Tastatur. Total. Ich habe das ohne Probleme spielen können. Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwie gesagt, boah, jetzt hätte ich aber gerne ein Gamepad. Ja? Genau das. Es geht. Wo ein Gamepad einfach immer besser ist, zum Beispiel Batman, die Arkham-Serie. Ganz ehrlich, das sind Spiele, die spielen sich halt mit dem Gamepad besser. Aber lassen wir mal kurz die Steuerung weg, gehen wir mal ein bisschen, möchte ein bisschen über die Technik sprechen. Dein Steckenpferd, klar. Genau, wie sieht es aus mit der Performance? Also zunächst einmal vielleicht so die Hardware-Voraussetzungen, die sind jetzt auf den ersten Blick jetzt gar nicht so hoch von dem Spiel. Also die Minimum-Voraussetzungen sind zum Beispiel ein Core i5 4460, ja, also so ein recht kleiner Intel-Prozessor. Dann 8 GB Arbeitsspeicher ist auch heutzutage schon recht normal, muss ich dazu sagen, ja, weil auch die empfohlenen sind 8 GB, also das ist auf jeden Fall okay. Als Grafikkarte wird halt eine GeForce GTX 760 empfohlen, auch ein sehr altes, kleines Modell und halt 25 GB Festplattenspeicher, auch das alles sehr human, wenn man bedenkt, das Spiel unterstützt ja auch hohe Auflösungen bis 4K, das ist alles schon richtig und gut. Wenn man sich dann die empfohlenen anschaut, auch das ist noch so aus dem Blickwinkel, okay, da haben wir halt eine 1060er von Nvidia, was jetzt auch nicht die allerteuerste und das größte Modell ist, klar, da haben wir noch die 1070er, die 1080er, die 1080 Ti drüber. Also auf den ersten Blick ist das okay, aber wenn man dann das Spiel einfach einmal auf maximalen Details zockt und auch dann auf Full HD bleibt, also noch, wir reden noch gar nicht von 4K oder so, dann sieht man schon, ja, da läuft sogar mit einer 1070er oft rein in den 40 Frames Bereich und ich sage jetzt nicht, dass das nicht flüssig ist, ja, weil gerade bei so Konsolentiteln ist es oft so, dass 30 Frames sich auch doch recht gut anfühlen, aber als PC-User, und wir reden halt über die PC-Version, als PC-User ist eben, man halt eben ja. diese 60 Frames Community oder aus dieser 60 FPS Welt kommt man und das finde ich halt sehr, sehr schade, dass man das halt auf. Nicht schafft, ja, und bei mir war es so, also ich spiele es ja eben hier auf 4K mit maximalen Einstellungen und mit der 1080 Ti und ich habe knapp so um die 60 bis 70 Frames. Das ist okay, aber wenn man jetzt wieder so im Hinterkopf behält, mit demselben Rechner zocke ich ein Battlefield 5, was einfach viel schöner aussieht, ja, höhere Weitsicht hat, teilweise auch größer ist, schönere Texturen hat. Mit Explosionen und Effekten. Effekte und weiß ich was alles und da habe ich halt 80, 90 bis 100 Frames. Ja, also ihr seht schon, die Performance spiegelt halt nicht die Grafikqualität wider, ja, und das sieht man halt, also nicht, dass Monster Hunter hässlich wäre auf dem PC. Es ist aber gerade dieses Versprochene, ja, und da reden wir halt auch wieder über das, was halt Capcom immer wieder als Argument gesagt hat, warum sie halt diese PC-Version später rausbringen. Wir brauchen mehr Zeit, dass ihr das beste Erlebnis auf dem PC habt. Man hat zwar sehr viele Grafikeinstellungen und die bewirken auch was, ja, man kann halt hier sehr viel mit Kantenglättung arbeiten, mit zusätzlichen Grafikeffekten. Das Problem ist, wenn man sich das ansieht im Vergleich zu einer Xbox One X-Version oder PlayStation 4 Pro-Version, das ist kein gewaltiger Unterschied. Also ich glaube, würde ich einfach beide Sachen parallel ablaufen lassen, 99% der Leute könnten jetzt nicht garantiert sagen, ja, das ist jetzt die PC-Version oder das ist jetzt die, weiß nicht, da läuft es gerade auf der Xbox One X. Und das finde ich halt so schade, ja. Also dass man hat viele Sachen drinnen, aber das sind halt immer so kleinere Effekte, die sich jetzt auf das Gesamtbild nicht wahnsinnig stark auswirken. Ja, sie machen es ein bisschen runder, ein bisschen geschmeidiger, ja, aber das war es halt auch. Und auch da stelle ich mir halt die Frage, wo sind jetzt diese 6 Monate Entwicklung hin? Ja, aber warum? Es sieht halt nicht besser aus. Ne? Eben, also es fehlt halt wirklich dieses Feeling, okay, sie haben dran gearbeitet, sie haben was dran gemacht und sie haben jetzt wirklich versucht, für den PC nochmal das Beste aus dem Titel rauszuholen, was da drin verborgen liegt, sage ich mal. Und das fehlt halt ein bisschen. Das ist überhaupt so dieses Feeling. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass das schon zu final klingt, aber nach dem, was ich jetzt gesehen habe, bei mir, bei dir, sie hatten halt dieses Versprechen, okay, wir bringen euch Monster Hunter World für den PC. Das haben sie gemacht, aber das war es dann irgendwie auch schon, ja. Sie haben dann wirklich so gerade das, was nötig war, eingebastelt und reingemacht. Und
naja, ne, mehr ist dann da irgendwie auch nicht. Also ich sehe da halt eben dieses, wären das jetzt gewesen ein, zwei Monate, hätte ich gesagt, ja, das braucht ein halbwegs gutes Entwicklerteam, braucht da diese Zeit, um das wirklich für den PC sauber zu machen, weil man darf ja auch nicht vergessen, es gibt so viele Hardware-Konfigurationen, überall soll es laufen. Aber genau das ist halt eben das Problem, ich sehe halt nicht diesen Mehrwert, ja. Ich sehe halt am Endeffekt nur eine Konsolenversion, wo natürlich jetzt auch alle aktuellen Updates und Erweiterungen, die bisher erschienen sind, die sind natürlich auch in der PC-Version drinnen und natürlich auch alle anderen Neuerungen und Erweiterungen, die jetzt dann für die Konsole erscheinen, werden natürlich zeitgleich auch für den PC erscheinen. Zumindest ist das der aktuelle Stand der Dinge. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Spiel nach wie vor wahnsinnig gut ist. Ja? Also für die Leute, das die darf Bock man nicht auf vergessen. Das Spiel haben, ist es wirklich nach wie vor dieses tolle Monster Hunter World, das vieles richtig macht und wirklich ein tolles Spiel ist, wenn man auf diese Art Spiele steht, muss man auch ganz klar sagen. Aber als PC-User bin ich dann doch ein bisschen enttäuscht und frage mich, ja, warum musste ich da jetzt tatsächlich so lang warten, damit ich das Ganze jetzt auf dem PC spielen und dann nicht einmal mit einer richtig guten Maus- und Tastatursteuerung. Das ärgert mich am meisten, auch gerade, und um das noch abzuschließen, ich habe es ja im Vorfeld erwähnt, hier schwarze Balken links und rechts, auch das finde ich ganz, ganz billig, denn heutige AAA-Titel, und ich zähle Monster Hunter Online einfach zu dieser, oder Monster Hunter World, Entschuldigung, zähle ich halt zu dieser Kategorie dazu. Für mich ist das auf jeden ein Fall, AAA-Titel. Klar. Auch Capcom hat sehr viel Geld in die Hand genommen für diesen Titel. Sie sehen ihn ja selber auch als AAA-Titel. Und da finde ich es halt schon sehr frech, dass man nicht einmal einen Widescreen-Support drin hat. Den habe ich heutzutage wirklich bei jedem größeren Titel drin. Sogar bei kleineren Indie-Titeln ist das mittlerweile schon drinnen. Das ist keine Riesensache, dass man einfach da einfach mehr Bildfläche hat. Und auch da sieht man halt wieder dieses bisschen Kaltschnäuzige zu sagen, ja, wir haben euch hier 6 Monate warten lassen, haben euch was versprochen, das ist jetzt nicht da. Ich glaube sogar, dass es vielleicht irgendwann jetzt mit einem Update vielleicht sogar reinkommt. Aber das wäre dann halt auch schon wieder der Punkt. Warum muss ich jetzt vielleicht wieder 3, 4 oder Wochen warten oder vielleicht sogar Monate, bis ich Widescreen-Support kriege? Sowas muss einfach drinnen sein. Ja, sowas erwarte ich, wenn ein Entwickler zu mir sagt, wir nehmen uns hier 6 Monate Zeit für eine PC-Umsetzung oder PC-Portierung. Ja. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir stehen dem ganzen Portierungsding etwas kritisch gegenüber. Es hätte mehr sein können, es hätte ein bisschen runder sein können vor allem. Also man hat wirklich ein bisschen was erwartet, nachdem Capcom sehr oft gesagt hatte, wir wollen es so machen, dass es die beste Monster Hunter World Experience für euch auf dem PC ist. Wir sehen das nicht wirklich, aber vergesst nicht, Monster Hunter World ist trotzdem noch ein echt guter Titel. Ihr habt auf unserer Seite, ihr habt auf gamezoom.net, habt ihr unseren Testbericht von der PlayStation-Version. Da habt ihr inhaltlich nochmal alles drin, wie spielt sich das Spiel, und wir waren damals begeistert davon. Wir mögen es auch jetzt, nur wir haben uns halt gerade für den PC einfach ein bisschen mehr erwartet. Und das ist das, worüber wir gerade eben reden. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, Monster Hunter World ist ein scheiß Spiel. Das ist es nicht. Es hätte nur auf dem PC ein bisschen mehr Knack machen können für uns. Ich glaube auch, das waren auch schöne abschließende Worte. Ja, ich glaube, besser kann man es auch nicht sagen. Du hast eigentlich das letzte Wort, weil du hast ja auch begonnen. Deswegen, Entschuldigung, das stimmt. Ich wollte dir nicht die Abmoderation wegnehmen. Ach was, wir haben jetzt ja, wie gesagt, schon ein bisschen finale Worte gehabt. In diesem Sinne, wie gesagt, wir haben unseren Testbericht von Monster Hunter World auf unserer Seite. Freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich danke natürlich Christoph für seine professionelle technische Meinung, die ich nie im Leben so schön hätte formulieren können wie er. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Tschüss. Ciao, Leute.